Ich habe ein Japanischbuch verfasst, aber bevor ich dir jetzt erkläre, was dort alles drin ist, hört ihr auch am besten einfach mal an, was komplett unabhängige Personen von diesem Buch halten. Hey, ich bin Matthias Biedrich und dieses Japanischbuch hier ist das geilste Japanischbuch, was du je gelesen hast. Tja, noch Fragen? Nun, was umfasst dieses Buch jetzt alles? Letzten Endes findest du da drin das gesammelte Wissen, wie es auch auf meiner Webseite steht, bloß alles nochmal ein klein wenig umgeschrieben. Und der Titel ist dabei Programm. Ich will dir Japanisch beibringen, wie es Japaner lernen. Was meine ich damit? Nun, allen voran sollst du die Sprache lernen, indem du dich in deinem Alltag mit ihr umgibst. So wie auch Japaner den gesamten Tag bloß Japanisch um sich haben. Dann bringe ich dir aber auch die Grammatik basierend auf den Regeln bei, wie sie Japaner in der Schule erklärt bekommen. Weil da gibt es wirklich starke Unterschiede zu dem Weg, wie die Grammatik Ausländern beigebracht wird. Nun, wie ist das Buch jetzt aufgebaut? Letzten Endes folgt es drei größeren Abschnitten. Es geht los, wie nicht anders zu erwarten bei einem Japanischlehrbuch, mit der japanischen Schrift. Ich erkläre dir hier, wie du die Hiragana und die Katakana lernst und auch, wie du einfach mit den Kanji klarkommst und welche Tipps und Tricks es da gibt, um wirklich ein wenig fließender durch die ganze Geschichte durchzukommen. Danach geht es nicht so weiter, wie du das vielleicht erwarten würdest. Danach folgt nämlich nicht direkt die Grammatik. Im zweiten großen Abschnitt geht es darum, wie du mit Immersion lernst. Immersion bezeichnet nämlich genau das, was ich dir am Anfang hier gesagt habe, wie du dich mit der Sprache umgibst. Es ist doch besonders wichtig, dass ich das erkläre, weil das erfahrungsgemäß genau der Schritt ist, mit dem die meisten beim Lernen einer Fremdsprache Probleme haben. Weil viel zu viele Leute folgen noch dem Gedanken, dass sie sich einfach an einem Kurs entlanghangeln oder ein Lehrbuch von vorne bis hinten durchgehen und hinterher die Sprache können. Aber so funktioniert das nicht. Deswegen erkläre ich dir hier ganz genau, wie du mit Japanisch in einem unbekannten Umfeld umgehen kannst. Das bedeutet, wenn du es irgendwo liest oder hörst, was musst du dann tun, um die Sprache für dich verständlich zu machen und dir so nach und nach anzueignen. Dabei gebe ich dir auf der einen Seite Quellen an die Hand, bei denen du natürliches Japanisch zugeschnitten auf die verschiedenen Altersgruppen findest und erkläre dann, was du tun musst, wenn du etwas darin nicht verstehst. Und diese Art von japanischen Medien durchzugehen, ist auch das, was die eigentliche Übung darstellt. Weil in dem Buch verzichte ich bewusst darauf, dir diese typischen Aufgaben zu geben, wo es dann heißt, setze das richtige Wort ein oder bringe dieses Wort jetzt in die richtige Form. Derartige Aufgaben bringen dir beim Spracherwerb nämlich so gut wie überhaupt nichts und deswegen gibt es die in meinem Buch ganz einfach nicht. Und danach folgt der reinste Horror. Die Grammatik. Großer Gott. Die Grammatik ist allerdings etwas, auf das solltest du dich gar nicht mal so extrem konzentrieren, weil Grammatik ist bloß eine Hilfestellung bei der Immersion und nichts, was du unbedingt brauchst. Frag dich ganz einfach mal selbst, wie viele Leute sprechen Deutsch und wie viele Leute können die deutsche Grammatik wirklich erklären? Bei der Grammatik folge ich dann aber wie gesagt einem ganz anderen Weg, als du den vielleicht aus dem Japanischunterricht gewohnt bist. Weil ich erkläre die Grammatik hier nicht basierend auf dem englischen oder der deutschen Grammatik, wie das viele andere Lehrwerke tun. Stattdessen gehe ich wirklich zur Quelle und gucke nach, wie funktionieren denn japanische Sätze. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, weil du vielleicht davon ausgehst, ja, das werden ja auch die typischen Lehrwerke machen, aber das ist nicht der Fall. Es gibt bei der japanischen Grammatik nämlich verschiedene Ansätze. Der, dem die üblichen Lehrwerke folgen, ist einer, der versucht immer den japanischen Satz zu nehmen und dir dann zu erklären, was jeder Teil in der englischen bzw. deutschen Grammatik tun würde. Und dadurch werden dort sogar linguistische Fachbegriffe gerne komplett falsch verwendet und wurden eine ganz andere Funktion zugesprochen, als sie wirklich im japanischen Satz haben. Ein besonders beliebtes Beispiel ist da zum Beispiel so eine Aussage wie Neko ga suki, was ich mag Katzen bedeutet, im Japanischen 1:1 übersetzt allerdings so viel heißt wie Katzen sind mögen auslösen.
Dadurch entstehen aber zwei große Probleme, weil in unserer Sprache nutzt du ein Verb, um das Mögen auszudrücken, im Japanischen hingegen ein Adjektiv. Und während wir den Gegenstand, den wir mögen, als Objekt in unserem Satz haben, nutzt Japanisch diesen Gegenstand als Subjekt des Satzes. Und dann geht es weiter mit Dingen wie zum Beispiel dem Passiv, was im Japanischen keine Form, sondern ein Hilfsverb ist, und ähnliche Scherze. Der Gedanke, dem ich dabei folge, ist, dass du die Sprache wesentlich besser verstehen kannst, wenn du siehst, wie die in sich geschlossen funktioniert und nicht, indem du pausenlos guckst, ja, wie würde ich das denn jetzt auf Deutsch oder Englisch ausdrücken? Im Laufe der Zeit habe ich außerdem schon sehr viel Feedback zu meinem Guide an sich und auch schon ein wenig zu dem Buch bekommen. Deswegen will ich jetzt noch auf einige der häufigsten Fragen und Äußerungen ausgehen, die ich so zu hören bekomme. Allen voran höre ich sehr oft, dass ich so arrogant klinge, weil ich ja alles andere niederrede und ähnliches. Aber das, was du potenziell als Arroganz empfindest, ist in Wirklichkeit bloß Enttäuschung. Weil ich selbst habe mich jahrelang durch den klassischen Japanischunterricht geschlagen, ohne jemals die Erfolge zu bekommen, die ich mir immer gewünscht habe. Und am Ende war ich bloß noch frustriert und habe mich gewundert, warum ich nach all den Jahren des Unterrichts nicht mal ein einfaches Kinderbuch verstehen kann. Dann bin ich darauf gestoßen, wie Japaner sich die Sprache untereinander erklären, und saß bloß noch entsetzt da und habe mich gefragt, warum hat mir das niemals jemand erklärt? Das zweite große Problem bei meinem Japanischlehrweg war außerdem, dass mir die Immersion nie nahegelegt wurde. Es ging immer bloß darum, durch ein Lehrbuch zu gehen, Übungsaufgaben zu lösen, zum Test zu gehen, Testaufgaben zu lösen. Und diese ganzen Aufgaben konnte ich immer sehr gut abschließen, aber Sprachfähigkeiten hatte mir das nie verschafft. Deswegen sitze ich jetzt da und versuche weitere Lerner, die jetzt vielleicht Enthusiasmus für die Sprache empfinden, davon abzuhalten, meine Fehler zu wiederholen und dadurch vielleicht dieses spannende Hobby aufzugeben. Weil Japanisch ist eine so wundervolle Sprache, ich will einfach nicht, dass es da bei den Leuten daran scheitert, dass sie die einfach schlecht beigebracht bekommen. Und außerdem ist es nicht so, dass ich hier wirklich sämtliche anderen Projekte niederrede. Ich rede ehrlich gesagt bloß die nieder, die in meinen Augen nicht wirklich erfolgsversprechend sind. Weil du siehst es auch in meinem Buch und auf meiner Webseite, eins meiner liebsten Hobbys ist es, sinnvolle Quellen und Methoden zu vermitteln, mit denen du wirklich Japanisch lernen kannst. Und deswegen hebe ich auch so Dinge wie zum Beispiel Anki, Tadoku, Satori Wido oder Jido Chisho besonders hervor, obwohl das natürlich nicht meine eigenen Projekte sind und ich an sich auch überhaupt nichts mit diesen Leuten zu tun habe, die sie betreiben. Der zweite Punkt ist der Preis. Ich höre sehr oft, dass mein Buch zu teuer ist. Auf Amazon kostet das in Papierform 49,99 € und als E-Book 9,99 €. Und damit ist mein Buch sogar richtig günstig. Das siehst du bloß nicht so direkt. Weil bei mir bekommst du in einem Buch das gesammelte Wissen inklusive einer Strategie, wie du es anwendest, um nach dem Buch selbstständig mit japanischen Medien weiterlernen zu können. Während du bei anderen Büchern das erste Buch für vielleicht 30 € bekommst, was dann natürlich billiger ist als mein Werk, dann aber noch diverse Arbeitshefte dazu kaufen musst, die wieder auf den Preis draufschlagen, und dann kommt noch das Folgebuch, was dich auf das nächste Level bringt und wieder auf den Preis draufschlagen, wodurch du bei anderen gerne mal das 3, 4 oder sonst wie vielfache des Preises zahlst. Und auch in Sachen Inhalt biete ich nicht weniger als andere Bücher, weil das mag vielleicht so aussehen, immerhin habe ich bloß ein Buch und andere kommen auf 2, 3 oder mehr Bücher, aber der Grund dafür ist einfach. Erstens verschwende ich keinerlei Platz für Übungen, die letzten Endes sowieso nichts bringen, und zweitens bringe ich dir wirklich bei, wie die Sprache funktioniert und muss nicht Zehntausende von Ausnahmeregeln erklären. Mal ein Beispiel. Sehr viele Japanisch-Lehrbücher bringen dir erstmal bei, was bedeutet Kole, Sole, Alle etc. etc. Ich hingegen bringe dir bei, was sind die Koso-Ado-Wörter und welcher Logik folgen die. Dadurch bin ich viel schneller fertig, weil ich dir nicht absolut jede einzelne Möglichkeit, ein Wort zu verwenden, als Ausnahmeregel präsentiere.
Außerdem mache ich etwas, was du wahrscheinlich bei keinem anderen Buchautor sehen wirst. Du bekommst nämlich das gesamte Wissen komplett kostenlos und ohne Werbung auch auf meiner Webseite. Du kannst also vor dem Kauf ganz genau nachgucken, bringt dir dieses Wissen überhaupt etwas und bist du damit zufrieden? Erst wenn du wirklich der Meinung bist, ja, das ist gut, kannst du das Buch kaufen, um mich zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass ich dieses Projekt weiter betreiben kann und auch weiterhin alles kostenlos anbieten kann. Außerdem ist dieses Japanisch-Buch und auch mein Kurs, den ich bei Udemy mit Videos anbiete, meine Haupteinkommensquelle. Ohne beides könnte ich meinen Lebensunterhalt nicht finanzieren. Manchmal höre ich, dass noch jemand einen Rechtschreibfehler findet und darüber bin ich immer sehr glücklich. Denn ich lege großen Wert auf die Qualität meiner Rechtschreibfehler. Jeder einzelne wird mit viel Liebe und Sorgfalt angebaut und von meinen erfahrenen Mitarbeitern handverlesen und geprüft, bevor er in das Buch eingebaut wird. Ob Vertipper, Grammatikfehler oder kreative Wortneuschöpfungen. Hier gibt es nur die besten und außergewöhnlichsten Rechtschreibfehler. Damit garantiere ich eine einzigartige Leseerfahrung, die du so schnell nicht vergessen wirst. Meine Rechtschreibfehler sind zu 100% natürlich und frei von künstlichen Zusatzstoffen. Sie werden nachhaltig und umweltschonend produziert, damit auch zukünftige Generationen noch lange Freude an ihnen haben können. Deinen Lieblingsrechtschreibfehler kannst du direkt in den Kommentaren teilen. Der erste, der dir im Übrigen wahrscheinlich auffallen wird, ist, dass ich Hobbys auf der Rückseite falsch geschrieben habe. Das hat aber einen bestimmten Grund, weil die Hölle friert zu, bevor ich das übliche Hobbys als legitime Schreibweise anerkenne. Die Papierqualität. Nun, manche finden, dass die Papierqualität ein bisschen Raum nach oben zulässt, allerdings sind mir hier ein wenig die Hände gebunden. Das Buch wird nämlich über Amazon selbst gedruckt und vertrieben und ich habe bereits die bestmögliche Papierqualität ausgewählt. Zudem gibt es hier wenig Alternativen. Ich könnte mir eine Druckerei suchen, aber da hört man häufig, dass auch deren Qualität in letzter Zeit durch die weltweite Papierknappheit doch sehr stark schwankt. Wenn dich das Buch oder mein Werk interessiert, dann guck einfach unten in die Videobeschreibung. Dort findest du nicht bloß den Link zu meinem Buch und meinem Kurs auf Udemy, sondern auch den zu meinem kostenlosen Guide auf meiner Webseite. Und wenn dir das Buch gefällt oder du es an sich gut findest, wie ich die japanische Sprache beibringe, dann hinterlass bitte auch eine Bewertung auf Amazon. Und damit du jetzt sofort und komplett ohne Umwege mit dem Japanischlernen anfangen kannst, kannst du auch direkt auf das Video hier links im Bild klicken, weil da geht mein Videoguide auf YouTube los. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Ciao und bis zum nächsten Mal.